Hi. Hi, na? Na? Yes. Ich hab dir ein Geschenk mitgebracht. Warte, wer war das? Danke dir. Oh mein Gott. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem allerechten Moji wieder am Start. Und du hast dir was Neues gegönnt. Ne? Wir haben im Winter noch dein Auto gedreht. Ne? Das ja. War aber ein bisschen anderes. Ja, stimmt, wir haben ja mit dem C63 gedreht. Haben wir auch gedreht, ja? Also. Oh mein Gott! Ey, mach doch nicht solche Pumps jetzt am Ende! Und jetzt hast du dir was gegönnt hier? Ich habe mir ein neues Auto gekauft, ja. Ja. Möchtest du wissen, was das ist? Schaut top aus. Ja, bitte, erklär doch mal. Also, hallo, ich bin Moji. Das ist mein Auto. Wir stehen hier vor einem Porsche 991.2 GT3. Das war's. Also das ist das Auto. ich meine, du kennst das Auto wahrscheinlich. Bist du ja wahrscheinlich auch schon mal gefahren, oder? Tatsächlich, glaube ich, ein GT3 noch nie. Noch nie? Bin mir gerade nicht sicher. Es gibt die, laut meines Wissens nach, laut meiner Recherche, gibt es den auch seltener als ein GT3 RS. Also einen normalen GT3. Mhm. Kann auch komplette Scheiße sein, was ich gerade erzählt habe. Weiß ich leider nicht auswendig, aber... Aber ist geil. War das schon immer dein Traum, Porsche? Ja, schon länger irgendwie. Ich habe auch super lang nach einem neuen Auto geschaut. So. Und in der letzten Zeit habe ich mich dann einfach spontan für den entschieden. Weil, juckt euch das überhaupt, wenn ich euch das erzähle? Ja, klar, erzähl. Ja, also ich bei dem ist halt ganz cool, was ich zum Beispiel denke, dass der Wertverlust nicht so krass ist. Mhm. So in der Preisklasse, so ist das der einzige. Wie bei dem da hinten. Wie bei dem da hinten, ja. Ja, deswegen habe ich jetzt den genommen. Ich fand Porsche aber schon immer cool irgendwie. Und jetzt, seitdem ich den habe, ich habe mich komplett verliebt. Also ob es jetzt um Optik geht, wie das Auto halt funktioniert, der Sound und so. Das ist schon sehr schön alles. Also es gefällt mir ganz gut. Ja, es ist auch einfach ein super geiles Auto, ne? Ja, voll. Farbe voll. Perfekt ausgewählt. Hast dich inspirieren lassen, ne? Ist ja ehrlich? Ja. Ja, dachte ich mir. Ja. Dachte ich mir. Das hier ist foliert? Nee, das ist, glaube ich, alles Serie müsste es sein, ja. Das ist übrigens GT-Silber, nennt man die Farbe, oder? Ja, korrekt. Korrekt. Ja. Wieder hinten. Ja, ich freue mich, ey. Lass uns auf jeden Fall mal eine kleine Spritztour machen. Wir sind ja jetzt hier gerade auf der Airbase, Leute. Wir haben auch gerade noch ein Drag Race gefilmt. Das seht ihr am Sonntag. Na, das war ein knappes Ding. Der Gegner ist sehr untypisch gewesen. War aber auf jeden Fall geil. Mehr wollen wir nicht verraten. Aber wir können ja trotzdem mal jetzt ein bisschen damit durchtreten, oder? Gerne, ja. Sehr, sehr gerne. Machen, ja. Du darfst später noch GT2 RS fahren. Das war nicht noch versprochen, ne? Da war eine offene Rechnung. Aber jetzt machen wir mal das hier. Hüpfen mal rein. Check mal, was das Ding so kann. Kannst du ein Bild machen irgendwie oder so? Yeah. 24 Grad hast du hier an? Ja, ich erkälte mich schnell bei so Klimaanlagen. Ernsthaft? Ja, aber kannst runter machen, ja. Dann krieg ich ja Schweißausbruch, ey. So, PDK Sport. Es schaut alles hier drin exakt gleich aus wie bei mir, ne? Ja, ziemlich ähnlich. Ja, du hast halt hier das Carbon, das habe ich nicht. Ja, genau. Sonst aber eigentlich ziemlich gleich. Identisch einfach, ne? Was bei deinem sehr, sehr nice ist, sind die Türklinken. Du hast ja diese der Stoffzug, meinst ja, du? Das ja, das ist schon sexy. Das ist schon sehr sexy. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht... Ja. Das ist halt Gewichtsspaß. Man will sowieso... Du willst ja gefühlt immer das, was du nicht hast. Ja, wir haben es gerade vorhin. Ja, wir haben es gerade vorhin. Also du hast schwarzen Käfig, ich habe einen GT2 RS Silber. Du meintest Silber geiler, ich finde schwarz Silber geiler. Ja, ich finde Silber irgendwie cooler, ja. Ich weiß auch nicht, ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Das ist wie bei Frauen, Daniel. Weißt du, ich meine. Du willst immer die Frau, die du nicht haben kannst. Ist so. Ich hoffe, das sieht deine Freundin hier nicht gerade. Darf ich mal einen Launchpad machen direkt? Einfach, um kannst, das kannst du gerne machen. Ich will mal gut reinstarten in den Tag. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Der Sound ist so geil. Das ist noch geiler, der Launch, als im GT2 RS. Ja? Ja. Er ist halt, lauter, gell? Unmenschlich, vor allem er dreht so hoch. Das ist ja geisteskrank, wie viel Drehzahl der im Launch hat. Der hält einfach 6, 8. Komisch, Beifahrer zu sein. Ja, ne? Ja. Fühlt sich doppelt so schnell an, oder? Voll, ja. Oh Gott.
Wie er sich so im Kreis drehen lässt? Darfst du ja. Dankeschön. Was crazy für Traktion der hat, gell? Ja. Ich hab engen Radius halten. Wunderschön. War gut, oder? War sehr gut, ja. Mittlerweile bin ich schon geübt darin. Ja, Jens, grüß dich. So, dann fahren wir jetzt hier mal vom Gelände. Mit mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. I don't think that's the one. Is you made like that? Yo, of course I am. Is you made like that? Yo, of course I am. Is you made like that? Yo, of course I am. Yo, of course, huh? Yo, of course, wait. Is you made like that? Yo, of course I am. Is you made like that? Yo, of course I am. Is you made like that? Yo, of course I am. Yo, of course I am. Yo, of course, yo, of course. Papa told me go and get it, and I got it though. So, 19.195 Kilometer auf der Uhr. Exakt, ja. Wie viel davon bist du gefahren? Das steht drunter, ich glaube. 4761, das ja. War deine Tour bisher? In zwei Wochen, ja. Das ist aber viel. Ja. Also hast du richtig ausgelebt gleich, oder? Ja, weißt du, was das Problem bei mir ist irgendwie ein bisschen? Ich bin so ein Typ, ich lebe immer so ein Extrem. Ich weiß, ob du es kennst, aber wenn ich... Das war schon immer so mit, zum Beispiel mit Kaugummis damals. Kennst du noch diese langen Kaugummistangen, wo diese Kugeln drin sind? Ja. Ich habe mir die alle in den Mund gestopft. Also ich bin wirklich so, wenn ich irgendwas habe, was mir taugt oder was mich interessiert oder so, dann übertreibe ich halt immer so maßlos. Und so ist halt auch mit dem Auto. Also ich, keine Ahnung, ich bin schon sehr viel gefahren, würde ich sagen. Aber ich kann auch irgendwie nicht anders. Was aber auch eigentlich blöd ist, weil... Das macht es halt dann auch irgendwann normal, weißt du, ich meine? Ja. Also wenn du so extrem auslebst alles und so, dann ist nichts mehr Besonderes. Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt dein Daily, also du hast ja den C63 hast du abgegeben. Ja, ich habe den abgegeben, ich suche aber gerade nach einem Daily so. Ich wollte mir eigentlich, also eigentlich wollte ich den im okay. Winter fahren, im Sommer den? Fahren, ja. Okay, alles klar. Ich wollte den eigentlich nur im Sommer fahren als Daily so, weil ich sowieso wusste, ey, ich fahre den jeden Tag. Ja. So, wenn ich jetzt noch ein anderes Auto hätte, würde ich den nicht fahren. Aber entspannt, ja. Ja. So fahre ich auch auf den abgesperrten Teststrecken. Ja, entspannt. Wo war ich gerade stehen geblieben? Du wolltest den im Winter fahren? Nee, genau. Ich wollte den im Sommer fahren und mir für den Winter so einen Dreier holen, so einen E46. Ja. Schön ein bisschen Leistung, Heck quer, gib ihm quer um die Kurve, kein Block, weißt. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil ich echt schon hart 4 Kilometer fahre, dass ich mir jetzt schon den Winterwagen hole quasi und den halt so bei Regen fahre. Und wenn ich halt irgendwie keinen Bock auf den habe, dann lasse ich den lieber stehen. Was macht dann auch keinen Sinn, den zum Beispiel im Regen zu fahren. Das macht auch keinen Spaß so. Ja, safe. Ja. Vor allem auch mit den Reifen halt, ne? Ja, ja, ja. Ey, ich war letztens kurz, da bin ich also schon gut geballert, würde ich sagen. Und da ist mir auch quer gekommen an der Kurve, weil die Straße nass war. Das war schon, ich habe schon den Tod ins Auge geschaut, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, das darf man nicht unterschätzen mit diesen Semislicks. Ja, ey, das ist wirklich, sobald mal richtig Wasser steht, kannst du richtig Probleme bekommen. Das ist gefährlich, weißt, ja. Weißt du, als ich mein GT2 S neu hatte, ich bin ja noch nie so ein Auto in der Dimension so gefahren oder habe sowas besessen. Mhm. Und da war es immer so, hey, wenn es regnet, pass auf. Und ich bin mit dem gefahren und es war so, es hat geregnet, als würde die Welt untergehen. Ja. Ich bin einfach original 50 km/h also auf so einer Landstraße mit dem gefahren. Alle hinter mir haben gehobt, so, ey, du. Ja, okay. So. Und ich hatte einfach so Schiss. Ja, so Schiss. Ja, da muss man schon aufpassen mit den Reifen, safe. Ja. Safe. Du musst mir unbedingt so ein Strecken-Tutorial geben, wie man Rennen fährt. Ja, wir können ja mal in Bilsterberg gehen. Würdest du mit deinem auf den Bilsterberg fahren? Oder hättest du Schiss? Ist das Bilsterberg? Ist das so... Das ist so eine Rennstrecke. Also ist es so eine Strecke, wo man leicht stirbt? Oder ist das entspannt? Kommt drauf an. Also man kann wie schnell fährt man da so Topspeed? 2,
fährt man da? 260, 260? Also Top Speed ist ja nicht das Spannende, sondern halt die Kurve, ne? Da muss halt richtig Mausefalle, geht's bergab, zack, links, rechts. Ah, ja, ich glaube, ja, ja, okay, ich glaube, ich weiß, wie die ungefähr aussieht, die Strecke. Ja. Also die sieht mir sehr nach Sterben aus, um ehrlich zu sein. Was ich voll entspannt fand, war der Red Bull Ring. Das, ja, Red Bull Ring ist natürlich easy. Aber ja, ganz ehrlich, also fordert einen jetzt auch nicht so. Nee. Ja, aber für den Anfang? Ich bin ja Anfänger. Ja, ist okay. Hast du das eigentlich hast du das Video gesehen, wo ich fast in die Kiesgrube reingefahren mit meinem Auto? Nee. Ja. Jetzt Bremspunkt nicht verpassen. Okay, ich bin falsch einfach links. Ich hab Selbstbewusstsein und Mut. Okay, ich lass ihn vorbei. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Gott, ich bin fast rein in die Grieskurve. Oh nein, fahr vorbei, es tut mir leid, Bro. Oh nein, er hat mich gerade angeschaut, als wüsste ich nicht, was ich mache. Ach krass, hier ist das Gebäude. Ja. Crazy. Boah, das ist ja riesig. Das ist unser Laden hier. Crazy, crazy, crazy. Wenn ich jetzt arbeitslos wäre irgendwann, also ja, wenn die Leute meine Videos nicht mehr fühlen würden, ja, hättet ihr dann noch irgendwie einen Ausbildungsplatz frei bei euch? Ja, safe. Für dich safe. Ja? Ja. Das wäre so interessant. Das ist jetzt hier auf der Kamera, das weißt ja, du, gell? Du weißt, ich habe dir GTHS versprochen, war auch auf Kamera, passiert ja auch. Gut, also bin ich gesaved für die Zukunft. Du bist gesaved. Sehr gut. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir zahlen da nicht so gut bei der Ausbildung. Nein, Spaß. Hallo, ich bin's wieder. Ja? Ey, mir sind gerade zwei Dinge aufgefallen, auf die ich neidisch bin. Weißt du was? Nee. Hast du eine Idee? Schau mal hier. Schau mal das hier an. Ne? So. Das ist einfach nur ein Sticker. Okay. Und hier. Und hier ist es schon geiler, finde ich. Deswegen habe ich mir auch das Auto gekauft. Das war der Grund. Sonst wäre es auch ein GT2 S. Und soll ich dir sagen, was das Schlimmste ist? Oh, also das ist eine Frechheit. Das ist schon bitter, Alter. Hä, WT, aber ist es krank, normal? Oder? Ja, ist normal. Was? Ja, wirklich. Aber warum? Ich weiß es nicht. Wegen Gewichtsersparnis, ja, oder was? Ja, damit argumentieren die aber ganz also ehrlich. Also da... Das ist einfach der beste Weg, um einfach richtig Kohle zu sparen. Schau dir mal das an, wie geil kommt das hier. Fett geiles Porsche-Logo, richtig am Glänzen. Und da einfach so ein räudiger Sticker. Das ist echt frech. Oder? Ja, das ist sehr frech. Ich glaube, da sollte man eigentlich direkt... Weiß ich nicht, ey. Das ist... Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krank, oder? Ja. Das hat mir das Auto jetzt ein bisschen, oder? Kaputt gemacht gerade. Tauschgeschäft? Ja. Naja, jetzt will ich den auch gar nicht mehr haben, sag ich ehrlich. Also nachdem ich das jetzt gesehen habe, da fahre ich lieber den. Das ist lächerlich, ne? Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Danke, ja. Da kann man da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Lass mal noch, jetzt wenn wir die eh schon mal so geil nebeneinander haben, vielleicht noch mal kurz ein bisschen Sound. Ja, können wir machen. Oder? Ich muss sagen... Ganz objektiv. Ich weiß so, ihr habt ein Arbeitsverhältnis und so, nicht, aber jetzt ganz objektiv. Nee, was echt, wenn du hochdrehst mit dem, dann macht der die Klappen zu und ist er plötzlich sauleise. Ja. Und der, weil der ja noch ohne OPF ist, klingt geisteskrank. Also hört er sich besser an, würdest du sagen? Der klingt schon sehr böse, ja. Ja, ist der junge Mann auf seinen Job heute losgeworden, oder? Ja. Also, ciao, Leute. Ja, aber muss ich dir auch zustimmen, sei ich dir ganz ehrlich. Stimmt auch, ist schon echt richtig geil. Ich bin gespannt, wie der neue GT3 klingt. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe Bilder gesehen, aber noch nicht gehört. Ich habe leider auch nicht gehört. Wir hatten tatsächlich einen hier auf dem Hof stehen, Leute. Oh mein Gott. Ich sag nur, allein der Diffusor, ne? Ich meine, hier haben wir ja gar keinen richtigen Diffusor. Der neue, der hat einfach richtig so bam, bam, richtig Finnen. Auch dieser Heckspoiler, der so von oben und der Heckspoiler, geisteskrank. Ne? Wir blenden euch mal ein paar Bilder ein. Schwanhals wird der Heckspoiler genannt, habe ich mir sagen lassen. Schwanhals? Okay. Um halt auch nochmal professionelles Fachgelaber reinzubringen. Schwanhals heißt das Ding. Mega, ey. Ey, aber ohne Scheiß, wirklich Glückwunsch zu dem Auto. Das vielen, vielen Dank. Das fährt sich danke richtig dir geil. Ist auch natürlich wirklich so zum, also ganz ehrlich, so für den alltäglicheren Gebrauch viel, viel geiler als der GT2S, muss man einfach so sagen. Ist nicht so hart. Mega. Gute Farbe, gutes Auto. Junge, allzeit unfallfreie Fahrt, vor allem jetzt gleich noch, ne? Also jetzt? Jetzt ja. Jetzt wird mein Versprechen eingelöst, Leute. Und das sehen wir dann auf deinem Channel wieder. Genau, das seht ihr dann auf meinem Channel, ja, richtig. Das wird auch richtig. Heißt Moji.
Moje. Moje, der aller echte. Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Soll ich nochmal irgendwas Komisches machen? Nochmal Dance. Nothing can stop me, I'm all the way.